Es gibt einen Bereich in der Versicherungsindustrie. Wenn es gut läuft, hört man sehr wenig von ihm. Und wenn es mal nicht läuft, kriegt er häufig die ganze Schuld ab. Ich rede hier vom Betrieb. Und wie schaffen wir es, von einem Betrieb mit Problemen und Rückständen und Wochenendschichten eigentlich zu einem Betrieb zu kommen, wo es richtig gut läuft? Heute sind wir zu Gast bei OCC und schauen uns das Ganze mal ein bisschen näher an. Ja, vor 2,5 Jahren hatten wir eine relativ dramatische Situation hier im Unternehmen mit unfassbaren Bearbeitungsrückständen und tatsächlich auch einer nicht guten Servicequalität, schlechter Erreichbarkeit, hoher Unzufriedenheit bei unseren Partnern, Maklern und auch bei unseren Kunden. Und Gott sei Dank, durch die Maßnahmen, die wir angestoßen haben, haben wir mittlerweile eine Situation erreicht, die erfreulich ist. Also aktuell liegen wir in der Dunkelpolisierung bei 70-80%, was man sich gar nicht vorstellen kann, weil vor 3 Jahren waren wir bei 0%. Ebenfalls so wie bei den Rückständen, dass wir jetzt auf einem Stand vielleicht von 0 Vorgängen sind, was vor 3 Jahren ebenfalls wirklich unvorstellbar war, weil da waren wir auch bei tausenden Rückständen. Um das alles zu erreichen, haben wir im Wesentlichen in 3 Dinge investiert. Das erste ist Technologie, das zweite ist in den Mensch als solches und natürlich in das ganze Thema der Prozessoptimierung. Und da relativ konkret bei dem Thema Technologie sind wir in eine neue Telefonanlage gegangen. Vor dem Hintergrund, unsere Telefonanlage war so veraltet, dass wir hier Bandansagen noch auf eine Kassette aufnehmen mussten, um sie unseren Kunden abzuspielen. Heute sind wir cloudbasiert unterwegs mit modernen technischen Mitteln. Das Ganze dann natürlich auch im Kontext des Menschen. Wir haben nicht nur neue Mitarbeiter eingestellt, sondern auch die bis hierhin sehr erfolgreichen Mitarbeiter weiterentwickelt, sehr konkret mit den Themen, die uns als Organisation auch weiterentwickeln. Und als drittes natürlich Prozesse haben wir uns angeschaut, in gemeinsamen Workshops mit den Mitarbeitern und all das, was wir hier optimieren konnten, überführt in eine Wissensdatenbank, in die wir investiert haben, Sabio. Und dort sind heutzutage die Inhalte, aber auch die Prozesse abgebildet. Ein konkretes Beispiel war die verschiedenen Eingangswege. Wir hatten von Fax bis über Post, Telefon, E-Mail, Antragsstrecke bis hin zur Brieftaube, auf die ich gewartet habe, viele verschiedene Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, je nach Anliegen. Das haben wir konsequent abgeschnitten und die Leute in die Antragsstrecke gebracht, dahinter ein benutzerfreundliches Frontend designt. Und selbst wenn da nochmal die ein oder andere Herausforderung auftritt, dann haben wir da Personal, was am Telefon bereitsteht und mit Rat und Tat hilft. Besonders positiv überrascht hat mich die Entwicklung des Teams. Die beschriebene Situation war keine einfache, sowohl für den Kunden als auch für den Mitarbeiter. Und umso überraschter war ich, wie sich Leute zu Leistungsträgern entwickelt haben und vorangegangen sind, Verantwortung übernommen haben und ja am Ende des Tages alle überrascht haben. Also aus dieser Notoperation haben wir einfach gelernt, sich auf wesentliche Dinge zu fokussieren, dann auch alte Sachen mitzunehmen, weil nicht alles Alte war schlecht und auch sich auf oder beziehungsweise auf neue Risiken einzulassen, wie zum Beispiel einfach neue Teams oder auch neue Bereiche zu bilden. Ja, und jetzt stellen wir mal vor, jetzt sind wir in einer sehr erfreulichen Luxussituation. Wir sind erfolgreich unterwegs, wie gesagt, gechillt durch die Saison gekommen. Aber wie erhalten wir jetzt dieses Leistungsprinzip? Und ich sehe es ein bisschen als gebürtiger Hesse, wie den Erfolg von Eintracht Frankfurt mit dem Europapokalsieg. Wie bleibt man jetzt an der Spitze? So, und wir haben natürlich uns auch Befragungen gestellt und Erkenntnisse daraus gewonnen und haben jetzt sehr konkret, um eine operative Exzellenz zu erzielen, Maßnahmen ergriffen. Das heißt, wir steigen in dem zu engen Zusammenspiel mit der Provinzial noch stärker ein, was eine schnellere Polisierung mit sich bringt und aber auch investieren wir gerade in ein Ticketsystem, um eben die operative Tagestätigkeit hier auch noch weiter zu optimieren und transparenter zu machen. Jeder sagt ja immer, Kommunikation ist das A und O. Mein persönlicher Tipp wäre wirklich, ein Meeting einzuberufen, was wirklich regelmäßig und auch strukturiert stattfindet. Ja, und wie ihr seht, geben wir alles dafür, dass wir nicht nur die operative Exzellenz ausbauen, sondern damit auch ein verlässlicher, nachhaltiger Partner für unsere Kunden und Makler werden und natürlich auch weiter ein attraktiver Arbeitgeber bleiben für unsere Mitarbeiter.